Willkommen zu meinem zweiten Teil Orcs Must Die. Ich habe den Korridor durch auf der Stufe Kriegsmagier und spiele jetzt die Gabel. Ah. Spiele ich gleich. Ich mache Verbesserungen. Ich habe 8 Schädel. Ah, das kostet 8 Schädel, okay. Also wie gesagt, ich habe da noch nicht vorgespielt und weiß noch nicht so genau, was das alles ist. Stachelnagelgegner für eine Weile fest. Das wird ja das verlangen Gegner noch stärker. Größere Entfernung. Ich hole meine Giftstachelfalle, ist das dann. Nein! Ah, ich habe 5 und ich brauche 8. Verdammt nochmal. Okay. Ich gehe Schädel sammeln. Meine neueste Errungenschaft. Ab hier ist die Pfeilwand. Das Bild ist eigentlich selbsterklärend. Scheint nicht schlecht zu sein. Direkt mal ausprobieren. Zauberbuch öffnen. Dann nehmen wir mir mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Okay. So, das ist die 5. Aha. Jetzt, da der alte Mann tot und meine Lehrzeit endlich vorüber ist, kann ich endlich die volle Macht der Spalte nutzen. Ja, für jeden Spaltenmacht! Spalt erhalte ich ein neues Spielzeug. So, kommen die zuerst raus? Ich denke mal... Dann mache ich es allgemein. Die kommen hier durch. Dann mache ich hier einfach vorne dran. 1, 2, ein kleines Geschenk für dich. 3. Und für dich auch. Und... Jetzt Fetzi! Ich könnte dir noch eine bauen. Da kommen sie! Die rauskommen. Okay, da. Die kommen auch irgendwann bestimmt woanders raus. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Achtet auf Fallen! Das habe ich gar nicht. Wow, die fetzen gut rein. Kommen aber sehr schnell durch. Na, ich muss doch mal diese Schlammfallen, oder diese Teergrube, die ist ja immer da. Diese Stacheln verlangsamen ja eigentlich nur, wenn sie treffen. Dann ist ja erstmal wieder Ruhe mit verlangsamen. Ja, Moment, da mache ich auf jeden Fall mal noch eine Verlangsamung hin. 1, 2, 3. Das war's auch schon. Ah, okay. Jetzt auf der anderen Seite. Ja, kommt nur ein bisschen rein hier. Wenn man ein bisschen schneller schießt, sie treffst die Präzision im Arsch. Wow, den hat's weggefetzt. Das ist ja geil. Ein bisschen schneller schießen. Oh, Kollege! Wer bist du dann? Muss ich dich kennen? Dann mache ich hier noch eins hin. Und so ein Teil. Okay, wo kommen sie jetzt her? Oh, beide Seiten. Ja, man sieht, wenn ich wirklich nur noch schnell schieße, dass ich gar nichts mehr treffe. Wow. Wow, das sind ja wirklich viele. Ich bleib mal schön da stehen. Wohin?
Oh, leck. Das ist ja geil. Man hört ja wahrscheinlich das brutale Klicken meiner Maus. Aber ich muss hier ein bisschen Gas geben. Oh, Horde entfesseln. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit. Moment. Hier habe ich die Falle, die Falle, die Falle, die Falle. Was ist denn hier unten überhaupt? Nichts. Okay. Ich baue mal nach so eine Falle hier hin, falls sie durchbrechen, und mache zwei hier hin. Mache noch mal. Geht das nicht? Warum nicht? Schade. Du auch nicht? Etwas ist im Weg. Was ist im Weg? Bin ich im Weg? Ach. Ja, okay, okay. Ich hab nicht richtig gedrückt. Ja, dachte ich schon. So. Okay, dann habe ich noch Geld für noch so ein Teil. Das mache ich dann wirklich hier hin. Sieht doch gut aus. Na? Los geht's. Man kann sich anscheinend nicht selbst verletzen. Das ist die vierte, die letzte Welle. Die geht jetzt wahrscheinlich richtig ab. Klassisch. Auf jeden Fall macht das ganz schön letzi-fetzi. Schwertkampf hier. Die Fallen laden auf. Das kann man sehen, wenn man drauf fährt. Sie gehen nicht permanent. Außer die Teergrube. Da müssen sie durch. Müssen sie durch sein. Yeah! Let's boogie dance! Das war ja mal eine geile Runde. Jetzt habe ich vier Schädel. Ah, vier Schädel, okay. Verbesserungen kaufen, gell? Machen wir das zuerst mal. Ich habe jetzt 9 Schädel, dann... Oh, die ist auch geil. Nagel Gegner für eine Weile fest, ist auch gut. Komm, das mache ich als erstes. Keine Rückerstattung. Das ist egal. Die Gabel. Du erhältst Krawumfass. Wie es aussieht, 1, Ork, 2, draufschießen anscheinend, 3, bumm, Ork tot. Aha. Ja, hoffentlich kosten die nicht viel. So. Aha, da klappt's. Eine neue Festung, ein neuer Spalt. Hä? Wo geht's hier irgendwie hin? Brechen sie immer durch die Türen. Wir sollten etwas dagegen tun. Ja, 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 ja. Aha, da kann ich da hoch. Warum ist das so? Was ist das? Kann ich da drauf schießen? Das probiere ich auch sofort aus. So, aha, fest. Oh, das kostet ja nicht viel. Dann mache ich aber als erstes. Ah, das ist aufgerüstet. Okay, hol ich dich mit. Dich mit, dich mit. Und das Fässchen mit. Okay, das war's auch schon. Was ist das hier? Schießt mit einer Armbrust auf dich und deine Gefolgsleute. Zielstrebiger Wüstling, der den Spalt erreichen will. Aha. Also bekomme ich jetzt auch was ins Gesicht. Okay, 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 okay. Als erstes mal die zwei direkt Schaden zufügen. Hier mache ich dann hier hin. Genau da. Da ist es. Warum ich das mache, ist, wenn die eine leer geschossen ist und es kommt nur einer durch, nicht, dass die jetzt komplett ihre Pfeile verbraucht. Wenn die direkt zusammen sind. Dann zweimal. Die werden ja sowieso langsam. Okay. Da mache ich noch zwei Fässer hin, die mache ich aber ein bisschen nach hinten. Falls die
durchkommen sollten. Ah, okay. Ja, probier mal einfach mal direkt aus, was das heißt. Da kommt mal raus hier, Jungs. Hoppli. Sie brechen durch! Ja, oh, die sind sehr langsam, das ist ja cool. Ich glaube, das ist so ein... Dann kommt die Soße da runtergelaufen, deswegen kann ich wahrscheinlich runter. Oh Gott. Wir sind an der Ecke. Das hat gesessen. Und er lebt hier noch. Wow, das da ist doch ein bisschen heftiger wie das andere. Eieieiei. Oh, warte, ich mache einfach... nein, zwei. Oh, oh. Das wird Spuren hinterlassen. Manchmal habe ich fast Mitleid. Nein. Obwohl, eigentlich nicht. Das wird hier jetzt wirklich schwerer. Okay. Da war nicht eine Runde zu gut geschossen. Okay. Muss mal langsam probieren, für was die Teile da oben sind. Nächsten jetzt. Das hier ist für dich, alter Mann. Okay, bauen wir mal meine Fallen hier weiter aus. Mitte. Jetzt haben wir nichts mehr, ne? Puh. Da kommt. Und armlos zog er von dannen. Ist das eine Leber? Oh, das geht ganz schön ab. Ich schieße mal auf so ein Teil. Okay. Ah, nur ganz kurz. Oh, da ist eine ganz schöne Masse weggefetzt. Nein, wo läuft er hin? Ja, dann fesseln. Das bedeutet immer, dass jetzt 4 von 5. Jetzt mal kurz überlegen. 3000 Punkte. Das hat schon was gebracht. Ich mache die aber einmal langsamer noch. Einfach Orks dazugeben und so. Führieren. Und mache die... Das wird sie überraschen. Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Komm, ich mach da noch eins hin. Tue ich nicht. Da kommt ja wirklich unheimlich viel. Das sind wir mal gespannt, ob wir das jetzt noch packen. Sieht zwar gut aus. Was kommt jetzt nur Schützen? Wow. Schützen anscheinend erst mal weg, Flasche. Ich vergesse immer, dass ich einen Rechtsklick habe. Irgendwie so betäubt. So, ja, betäubt halt. Sieht sehr gut aus. Fallen hier vorne sind immer noch aktiv. Oh, jetzt habe ich aber einen reingekommen. Füllen die sich wieder auf? Boah, ey, die füllen sich sogar wieder auf. Das ist ja genial. Nervt wahrscheinlich mein Gefühl, ja. Ja gut, aber ich muss Leo schießen. Wow, ich verliere Energie.
Ich nehme doch Slingstuhl, das Schwert noch mit. Boah. Lass uns das nochmal machen. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich wirklich aufpassen, jetzt mache ich hier endgültig dicht. Einfach Orks dazugeben und pürieren. Dann machen wir noch. Oh, glänzend. Die ist wirklich schlau. Oh, die habe ich getroffen da. Oh, wow. Ich schieße wahrscheinlich zu oft. Super! Nein, nicht anschießen. Ich habe nicht mehr viel Energie. Ich mache mal hier den... The Walkie Man. Ja, irgendwie bin ich rot schon, ne? Ja. Oh, das hat sich erwähnt. Wow! Boah, bin ich wieder stehen geblieben. Das hat gesessen. Ja, wird mir auch, wenn mir so ein Teil durch den Fuß rammt, mir der Fuß auch wehtut. Oh, ich bin ja ganz voll mit nur einem Trank. Cool. Yeah, Boogeyman, let's dance. Das war ja mal cool. Aber hat man schon gemerkt, er hat es schon vom Schwierigkeitsgrad her gut angestiegen. Okay, das waren dann zwei schnelle Runden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf bald!